Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem neuen Video. Diesmal mit dicker Backe, ihr seht hier, aber macht euch keine Sorgen, alles ist in Ordnung. Ich habe heute ein Video für euch am Start mit Rocco zusammen. Rocco, ich grüße dich, alte Kante. Was hast du denn hier um? Ja, Brustgurt. Was hast du? Bist du beim Militär oder was? Ja, wir müssen doch filmen, André. Ach, wir müssen filmen. Wir müssen filmen. Was wollen wir denn heute filmen, Leute? Wir haben heute was wirklich Geiles am Start. Wer Instagram verfolgt, weiß, dass ich ein Ultra-Fan davon bin. Und zwar, es geht um Zweiräder. Wir brauchen einen Helm. Und es hat mit 50 Kubik zu tun. Es sieht schwarz matt aus, ist sexy, hat Federung, wie nennt man das da vorne? Doppelscheibenbremsen. Doppelscheibenbremsen, also wirklich absolut sexy. Nach dem Intro seht ihr mehr. So Leute, bevor wir jetzt wirklich unser Bike, es geht nicht um ein richtig sexy Bike, anschauen, gleich nochmal ein paar Takte zum Beginn. Wir E-Fieber-Team, das ganze E-Fieber-Team hatte Kooperation gestartet mit Starbikers. Starbikers.de heißen die. Die sitzen irgendwo oben bei Dortmund. War Rocco, wir waren ja schon mal da. Ja. Super netter Typ, super nett, sympathisch. Und ich habe gesagt, das gefällt mir auch. Wir haben also eine Kooperation mit denen, das als vorab transparenzmäßig, und werden den kompletten Herbst und auch Winter diesen Jahres euch mit wirklich geilen Zweirad-Videos versorgen. Das heißt, wir testen immer mal ein Modell. Das seht ihr dann vielleicht ein- oder zweimal im Monat. Jeweils ein Video zu. Wirklich toll. Für verschiedenste Modelle bis 125er hoch. Und ist wirklich toll. Also gerne abonnieren, einschalten. Wir schauen uns jetzt auch mal das Bike an, Rocco, wa? Und zwar haben wir hier den 6.0 als Modelljahr 2021. Es ist ein Gerät, es ist ein Traumbaby. Ich liebe es einfach. Die Optik ist so brutal. Das sieht aus, als ob es 300 fährt. Absolut krank. Wir werden heute über die technischen Daten sprechen. Wir werden heute über das Laden sprechen. Wie lädt man überhaupt so ein Elektrobike? Wir werden auch einen Tracky-Test machen. Das heißt mal wirklich von 0 bis Topspeed. Wohlgemerkt, das ist eine 50-Kubik-Maschine. Und Rocco, was werden wir noch machen? Ich habe schon vergessen. Das war's eigentlich. Ein paar Fahreindrücke noch. Werden wir euch auf jeden Fall zeigen. Ich würde sagen, wir fangen damit an. Seht es mir auf jeden Fall heute nach, dass ich mir ein Sheet gemacht habe, weil die ganzen technischen Daten, die kann ich mir nicht merken. Das Bike ist wirklich vollgepackt mit Zahlen und Fakten. Das ist irre. Ich würde als erstes mal sagen, wir machen erstmal eine Sitzprobe, oder Rocco? Was sagst du dazu? Ich nehme das Sheet mal beiseite, stecke es mal in die Hosentasche und ich setze mich einfach mal auf das Bike drauf. Das Bike ist wirklich wuchtig. Ihr seht es an den Reifen alleine schon. Das ist sehr ungewöhnlich für eine E-Bike oder Elektroroller, sag ich mal. Und ihr seht schon, wenn ich mich hier draufsetze, Mama mia, ich bin 1,90 und ich sitze hier drauf wie bei Oma im Sofasessel. Also es ist absolut Wahnsinn. Der Lenker ist brutal. Das ist halt eine richtige E-Shopper, wie der Name schon sagt. Ihr habt hier auch alles schön mit Flüssigkeiten, also nichts mit Bautenzügen wie bei der Simme, Rocco, die wir früher hatten. Auf jeden Fall. Also ist absolut sick. Kleiner Hinweis, das fällt mir nicht gerade ein. Ich bin schon mal mit dem Bike hingefallen. Das hat auch nichts jetzt mit deiner Backe zu tun. Deswegen habt ihr hier ein paar Schrammen dran. Also wundert euch nicht. Aber jetzt funktioniert alles. Ich habe geübt und habe mich an das Gewicht auch dran gewöhnt. So, Rocco, was haben wir denn da vorne? Vorne haben wir 17 Zoll Felgen, zwei dicke wirkliche Bremsscheiben da drauf auf beiden Seiten. Das ist eigentlich, ich sag mal, du bist selber auch schon gefahren, Rocco, es ist überdimensioniert, oder? Auf jeden Fall, weil das Gewicht sind die echt. Das ist so watzig, oder? Ohne Mist. Die greifen ohne Ende. Ja, ja, wir haben nochmal schön Luft drauf gemacht. Ihr seht doch alles, das ist, muss man ehrlicherweise sagen, auch ein chinesisches Bauwerk, war. Aber ich kann euch eins sagen, die Chinesen hatten lange Zeit Probleme mit Verbrennermotoren, generell mit dieser ganzen Benzintechnik und sowas. Aber jetzt, wo es diese Elektrotechnik gibt, da gibt es halt nur ein Batteriemanagementsystem, da habt ihr einen Akku und ihr habt einen Elektromotor, der ist hinten an der Hinterachse. Und das war schon. Die Chinesen ballern euch dann so Zeug hier um die Ohren, das ist absolut Wahnsinn. Ich stelle das Bike nochmal ab.
Wir gucken uns die Hinterachse mal an. Auf der Hinterachse sind wir mit 13 Zoll unterwegs. Und ihr seht hier auch das hier, also ihr seht das Schwarze, das ist der Elektromotor. Und der Elektromotor hat hier in dem Bike 3000 Watt. Also das drückt schon ordentlich nach vorne, das muss man echt sagen. Top Speed sind hier also regulatorisch 45 km/h. Wir hatten jetzt schon mit Tracky auf der Nadel 50, 55, war. Aber es passt alles, könnt ihr mit 50 Kubik ganz normal fahren. Kennzeichen siehst du auch hier hinten, schraubt ihr euch hier dran. Ja, ganz normal Moped-Führerschein. Ja, ganz normal Moped, war. Da zahlt er halt, ich glaube, 50 Euro im Jahr. Müsst keine Steuern zahlen, ist alles easy. Und das Schöne ist, Rocco zeigt es euch gerade schon. Ich muss den Reifen filmen. Der Reifen ist watzig, wa? Der Reifen ist watzig, wa? Das ist ein richtiger Brecher. Und das Schöne ist, ihr seht es ja auch, alles LED. An dem kompletten Bike ist alles LED. Wirklich. Dadurch, dass das Bike wirklich eine gesamte Länge von 2,12 Meter hat, habt ihr extrem viel Platz und sitzt ultra komfortabel drauf. Das ist ein Einsitzer, das seht ihr hier, schön mit Leder bestickt. Das ist wirklich toll gemacht. Also da haben es die Chinesen absolut getroffen. Und eine schöne Lehne. Ja, mit Lehne sogar. Es ist wirklich, ey, das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Ich bin mit dem Ding zum Rewe fahren oder alt, ich weiß nicht mehr. Die Leute haben gedacht, was ist das für ein Monster? Die sind angekommen. Jeder, egal ob alt, egal ob eine Frau, egal welche, jemand. Angekommen und gesagt, was ist das für eine Kiste? Und dann gleich der Blick zum Motor, der ist ja normalerweise hier. Da habt ihr keinen Motor, hier habt ihr Stauraum. Das heißt, ihr könntet hier einen Kasten Bier reinstellen oder ein Sixpack oder wie auch immer, wa? Das heißt aber auch, hier drunter ist die Batterie. Schön verschlossen, zeige ich euch gleich. Wir gehen auch erstmal hier oben hin, denn dieser Kasten, da denkt man jetzt vielleicht, da ist ja Sprit drin oder was weiß ich. Nein, das ist schön genutzt mit einem Ablagefach. Ich mach's mal raus. Rocco, wenn du mal reinfilmst, da siehst du auch Platz ohne Ende. Wirklich, da könnt ihr ein Getränk reinlegen. Das ist komplett drin. Ja, das ist auch alles, hier ist rutschfester Gummi drin. Das heißt, das wackelt auch nicht hinterher, sehr sinnvoll gemacht. Und ihr habt bis hier hinten Platz, mein kompletter Ellbogen geht rein. Da, wo normalerweise ein Tank ist. Wo normalerweise Tank ist, da ist jetzt hier schöne Ablagefläche. Könnt ihr alles absperren, da sage ich euch auch gleich mal zu was. Thema Absperren, war. Ihr habt hier ein Schlüsselloch, hier unten ein Schlüsselloch, überall Schlüssellöcher. Deswegen seht ihr auch hier die Anzahl an Schlüsseln, war. Und hier auch noch, denke ich mal, ein Lenkerschloss. Lenkerschloss hat es nicht, hier aber... Vorne, warte mal hier. Oder hat es ein Lenkerschloss, Rücken? Hier ist doch was. Hier ist irgendwas ist hier, ein Bolzen, guck mal drunter. Da ist ein Bolzen, hier. Das... Ach, vielleicht, wenn ich zusperre das Bike. Hier. Ist auch noch mal. Oh ja, Rocco, warte, ich nehme die Kamera mal. Da unten ist auch noch mal ein Schlüsselloch. Da könnt ihr sogar noch, wie nennt man das? Lenkerschloss. Lenkerschloss dran machen, wa? Dass du dich bewegen kannst. Dass du es nicht bewegen kannst. Also ihr habt hier wirklich eine Fülle an Schlüsseln. Das hätte man vielleicht ein bisschen vereinfachen können. Aber Leute, ich sage euch eins gleich, warum es doch wieder geil ist. Und zwar habt ihr hier auch einen Funkschlüssel. Und mit dem Funkschlüssel könnt ihr das Bike zusperren. Jetzt ist es zum Beispiel zu. Und ich mache es jetzt nochmal, dass es aktiviert wird. Dann aktiviert sie es direkt. Wahnsinn, oder? Das heißt, ihr braucht eigentlich gar nicht diese Anzahl an Schlüsseln, es sei denn, ihr wollt was absperren. Denn ihr könnt den Funkschlüssel ganz angenehm in die Hosentasche packen und damit fahren. So Leute, Rocco schwenkt schon auf den Display drauf. Hoffentlich flackert es nicht zu sehr. Ihr könnt hier drüben an der Armatur, Rocco, wenn du mal zeigst, hier dieser rote Knopf, da könnt ihr die Modi einstellen. Das heißt, ihr seht da jetzt die 3, war. Jetzt springe ich mal hoch, jetzt geht es auf 1. Dann auf 2 und dann auf 3. Das heißt, ihr habt 3 Modi insgesamt. Und der dritte Modi ist der stärkste. Den empfehle ich natürlich jedem Performance-Fahrer von euch. Und auf den ersten und zweiten, da ist es halt, ich sag mal, wesentlich sanfter. Aber ist trotzdem, dass die Karre vorwärts geht, wa? Display-technisch seht ihr hier die Voltanzahl von eurer Batterie. Ihr seht auch den Füllstand der Batterie. Hier drüben die Modi und hier ganz normal Geschwindigkeit und nochmal eine kleine Info, dass er ready ist. Weil, ihr wisst es selber, ihr habt kein Motorsound. Ihr habt null Motorsound. Zero. Bevor wir jetzt an die Front des Bikes gehen, hier nochmal einen Blick auf das Federbein. Beziehungsweise es sind sogar 2 Federbeine. Ihr habt hier wirklich, wenn ich mal das Bike ein bisschen anhebe und mal reindrücke, reinfedere, ihr seht schon, das funktioniert super. Also es ist wirklich toll. Das heißt, finde ich richtig gut, weil ihr habt dann auch ein weiches Gesäß und es ist nicht so steif. Es gibt auch die Bikes ohne Federung, habe ich schon gesehen, die sind ein bisschen kleiner. Würde ich auch nicht empfehlen, gerade bei holprigen Strecken, wie wir es jetzt hier haben. Da ist das auf jeden Fall Pflicht, dass man ein bisschen was Weiches unter sich hat. Wir werden auch gerade mal blinken. Das heißt, ihr seht ja mal, wie die Blinker aussehen. Mit LED, linke Seite und einmal rechts, alles verfügbar. Vorne genau gleich noch mal, da können wir gerade auch mal den Frontscheinwerfer zeigen. Ist er an, Rocco? Ist an. Ist an. Mach mal rechte Seite. Linke Seite. Und ich mach mal Fernlicht an, hä? Oh, oh, oh. Oh, oh, Rocco, lass dich nicht blenden. Lass dich nicht blenden von mir. Das ist echt, also Fernlicht oder allgemein Licht ordentlich. Also, ist ordentlich, oder?
Wirklich hell. Deswegen sage ich ja auch immer, so ein Bike, alles was mit Elektro zu tun hat, darf nichts mehr mit Halogen haben. Nein, kein Halogen bitte. Das muss alles LED mindestens sein, wa? Oder Rocco, siehst du das anders? Nee, genauso. Ist wahr, das darf nichts mit Halogen sein. Hier diese, wo ihr eure Beine draufstellt, wa? Die könnt ihr auch anklappen. Das heißt, angenommen, ihr habt eine Situation irgendwie, dass ihr es in eine Tiefgarage stellt und ja. Einen schmalen Stellplatz einfach. Oder schmalen Stellplatz neben Fahrrädern. Könnt ihr es ganz leicht anklappen, ist super. Ihr macht die Chinesen denken mit, es gefällt mir richtig. Oder wenn man schnell um die Kurven fahren möchte, dass man nicht schleift mit den Dingern. Rocco, Thema Bremsen hier vorne nochmal. Also das sind wirklich Wattzierbremsen, die echt für dieses Bike mit der Leistung überdimensioniert sind. Aber lieber mehr Bremsen als zu wenig. Rocco, weißt du zufällig, ob die ABS haben? Ich gehe mal davon aus, dass da kein ABS drin ist. Also wir können es nochmal testen. Mhm. Aber bei der Vollbremsung, was mich wirklich erstaunt hatte. Ja. Also ich bin trotzdem sehr, sehr schnell zum Stehen gekommen. Ja, okay. Gerade bei nasser Fahrbahn. Ja gut, wir erreichen hier ja auch nicht so hohe Geschwindigkeiten, wa? Geschwindigkeit ist nicht so hoch, aber ist wirklich, die Bremse ist wirklich also super für das Ding. Meinst du? Also ABS können wir sagen, haben wir hier nicht, aber die Bremsleistung ist trotzdem vollständig ausreichend, wa, Rocco? Ja. Und ansonsten werden wir jetzt mal uns dem Akku widmen. Denke ich, das wird jetzt nicht ein wichtiges Thema. Wie viel Reichweite hat es jetzt final und auch wie ist die Akkugröße, wie können wir es laden und so weiter. Bevor es in dem Video weitergeht, eine kurze Frage. Kennst du bereits unseren E-Fuel-Shop für begeisterte Elektroautofahrer? Von T-Shirts über Hoodies bis Kaffeetassen wirst du dort fündig. Mit dem Code E-Fuel bekommst du 10% Nachlass auf deine gesamte Bestellung. Schau gerne vorbei, wir freuen uns. Und nun zurück zum Video. Der Akku verbirgt sich, meine ich, hier im Unterbau. Ihr seht das hier auch. Ist ein ordentlicher Kasten. Aber da ist auch eine fette Batterie drin. Denn wir gehen mal rein oder wir gucken mal rein. So sieht das Ganze aus. Ich nehme die Abdeckung einfach ab. Und dieser Kasten hier ist die Batterie. Diese Batterie ist, viele werden es vielleicht aus der Tesla-Szene zum Beispiel kennen, ein LFP-Akku. Das heißt Lithium-Phosphat-Akku. Den könnt ihr immer ohne Problem bis 100% laden. Braucht euch da absolut keine Sorgen machen, dass der irgendwie Ladeverlust hat oder sowas mit der Zeit. Ist ein Koffer, wiegt um die 10 Kilo. Mache ich mal hier ab. Hier habt ihr einen Stecker. Den muss ich hier einfach rausziehen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Hier habt ihr ein dickes Kabel. Boah. So, das legen wir mal zur Seite. Und dann nehmen wir einfach den Koffer mal raus. So. Wow, ist das ein Watz, Leute, oder? Guckt euch das mal an. Ist wirklich schwer, 10 Kilo. Für einen schmalen Bizeps ist das nichts, aber könnt ihr halt auch rausnehmen. Und die Option zu haben, ist einfach toll. Ich lege das Ladegerät mal kurz zur Seite. Wir sprechen weiter über den Akku. Dieser Akku wird geladen, könnt ihr entweder zu Hause machen, ganz normal, über eure Haussteckdose, indem man rausnimmt und, oder in der Wohnung ladet. Oder, jetzt gucken wir noch mal hier runter, Rocco, hier haben wir noch einen kleinen Anschluss. Hier drüber können wir das Bike auch laden. Das heißt, wenn ihr zu Hause ein Carport habt oder irgendwie eine Garage, könnt ihr das auch anschließen und hier drüber laden mit, jetzt zeige ich es euch, folgendem Ladegerät. Das ist das hier. Ganz normal handelsüblich, ist gekühlt mit Luft und hier habt ihr im Prinzip den Stecker für die Batterie, beziehungsweise hier fürs Bike und hier einen ganz normalen Schuko-Stecker. Also ist nichts Wildes, absolut unspektakulär. 4 bis 5 Stunden ist der voll. Ja, das sind umgerechnet 45 Ampere-Stunden, sind umgerechnet 2,7 Kilowattstunden. Also ist schon ein ordentlicher Brocken. Den hat mancher Hybridfahrer da draußen nicht mit dem Auto. Und ja, so ist das eigentlich. Was fehlt noch, Rocco? Habe ich was vergessen? Reichweite. Reichweite von dem Bike. Reichweite von dem Bike sind auf dem Papier 80 Kilometer. Ich sag mal real um die 60, 70 Kilometer, je nach Gewicht des Fahrers. Also Rocco und ich, wir wiegen jetzt ziemlich schwer und natürlich auch je nach Gegebenheit. Das heißt, wenn er jetzt hier die Berge oder da hinten zum Beispiel die Berge hochballert, dann ist es schon was anderes, als wenn ihr noch Flachland habt, wie wir im Osten bei uns zu Hause. Ja, das sind die technischen Daten dazu. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ist rausnehmbar, das ist wesentlich wichtig. Auch wenn ihr mal auf Arbeit fahrt und merkt, okay, ich brauche doch mal ein bisschen Saft, nehmt das Ladegerät mit und ladet es einfach, wo ihr wollt. Steckdosen gibt es überall. Da macht euch keine Sorgen. Ich mache den Akku jetzt mal wieder rein. So, schön vorsichtig. Und dann steckt er auch schon wieder drinne. Kabel dran. Und dann ist es auch schon fertig. Das, was ihr jetzt gerade gehört habt, kommen wir nicht gleich zum nächsten Punkt, ist die Alarmanlage. Dieses Bike hat eine Alarmanlage. Das bedeutet, ich demonstriere euch das mal. Wir schließen das Bike jetzt ab. Signalgeräusch abgesperrt. Und wenn ich jetzt am Bike wackel, ich will hier drauf gehen, oh,
Und dann geht's schon los. Die Alarmanlage schreit schon förmlich. Ich gehe jetzt natürlich wieder runter. Wenn ihr das öfters macht, dann geht's bis so weit, dass es dauerhaft piept. Also wirklich dann, das tut weh in Ohren, muss man echt so sagen. Rocco, was hältst du denn von, wenn wir jetzt mal in den Mode 3 springen, also in den schnellsten Modus, und du dann einfach mal, ich sag mal, eine Tracky-Testung machst. Das heißt, 0 auf 50 km/h. Filmen wir nebenbei, blenden wir euch ein und dann seht ihr auch mal, wie schnell das Bike wirklich beschleunigt. Von 0 auf 50. So Leute, Rocco fährt jetzt nochmal weg, denn wir wollen euch noch einen Bremstest zeigen. Das heißt, er fängt da ungefähr ab diesem grünen Bibbel hier zum Stehen oder fängt an zu bremsen. Ich versuche ihn hier einzufangen, mit Blick natürlich drauf, wann er zum Stehen kommt. So, ich gehe vielleicht doch ein bisschen zur Seite, denn das Bike wiegt 115 Kilo, müsst ihr euch vorstellen, und 232 Kilo Maximalgewicht. Rocco kommt angeballert. Hoffentlich fällt er nicht hin. Wow! Wie schnell warst du jetzt? Also laut Taro 61, aber ich schätze mal so um die 50. 50 km/h hast du jetzt innerhalb von, wo hast du gebremst? Hier vorne, oder? Ab dem grünen Punkt. Ab dem grünen Punkt? Alter, das sind noch nicht mal 5 Meter oder so. Ich hab nicht voll reingezogen. Du hast noch nicht voll reingeladen? Ich mach's nochmal genau ab den grünen Punkt und dann mach ich nochmal bremsen. Okay, okay Rocco, let's go. Erstmal rantesten. Ja, mach schön langsam, mach schön langsam. So, zweiter Lauf, Rocco kommt angebrettert. Wow, wow. Alter Rocco, das stabil. War besser, ja. Das war noch mal besser und ich habe jetzt gerade auf die Stoßdämpfer geguckt. Die sind richtig reingegangen, war. Aber ist ja klar, irgendwie geht die Kraft nach vorne, war. Willst du jetzt ausmessen, wie viele Meter das sind? Ja. Super. Das bedeutet, wie machst du das jetzt? Aha, nimmst einen Fixpunkt und dann gehst du hinter. Krass, man lernt hier immer dazu, was die Technik heutzutage schon kann. Und was sagt er, wie viele Meter? 7,80 Meter. 7,80 Meter. 7,90 Meter, so den Dreh. 7,90 Meter für den Bremsweg, das ist in Ordnung, oder? Was sagst du? 50 km/h. Wir könnten jetzt noch mehr testen. Ich denke mal. Rocco, mach kein Risiko. Das könnte man auch schaffen, aber das bringt ja nichts. Mach kein Risiko. Mach kein Risiko, ist schon in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Also, ihr seht, das Bike bremst auf jeden Fall. Ja. Besser als jeder andere Roller, oder? Mal im Ernst, den wir so schon gefahren sind. Das muss man nicht aussagen. Ich habe es gerade schon gesagt, das Bike alleine 115 Kilo, dann nochmal mit dir drauf. Also Maximalgewicht von den Bikes sind 232 Kilo. Aber es ist schon sexy. Rocco, wie du jetzt da stehst, das ist eine tolle Position. Wirklich mega. So ihr Lieben, ich weiß doch schon, dass es jetzt bei euch in den Fingern juckt. Und zwar, wenn ihr wirklich auch mal Interesse habt, so ein Bike zu fahren oder selber zu besitzen, habe ich jetzt was für euch rausgehandelt. Und zwar habe ich mit dem Danny gesprochen, das ist der Chef von Starbikers, und habe gesagt, ey Danny, das Bike ist so sexy, generell alle Bikes, die ihr habt, und kannst du nicht was für die Community irgendwie rausspringen lassen? Und jetzt haltet euch fest. Wenn ihr so ein Bike haben wollt oder wenn ihr auch ein anderes Modell haben wollt, was bei denen auf der Seite so gibt, dann kriegt ihr mit dem Code E-Fieber, alles groß geschrieben, 200 Euro Rabatt. Was bedeutet das? Dieses Bike hier kostet normal, ich glaube, 3.450 vom Hersteller. Starbikers bieten das Bike an für 3.199. Mit dem Rabattcode von E-Fieber seid ihr unter 3K. Unter 3K, und das ist super, oder Rocco? Das ist ein Schnapper mit so einer Bremsanlage, bitteschön, mit diesem Look, wie du da drauf sitzt und dem Licht. Es ist sexy, wirklich sexy. So ihr Lieben, also wirklich wieder ein krankes Video. Hoffentlich hat es euch gefallen. Rocco, wie hat es dir gefallen? Oder was ist dein Wort zum Schluss hier für dieses Bike? Ein Wort? Ein Wort, ein Wort. Super. Super, ohne Mist, es ist wirklich ein massives Bike, es ist alles hier Stahl, alles sehr hochwertig verarbeitet. Ihr habt einen ordentlichen Akku, der wirklich nicht zu klein ist, und da könnt ihr auch mal entspannt durchs Dorf cruisen, und absolut mega. Oder Rocco, hast du noch etwas zu bemängeln? Unser Akku ist immer noch voll. Unser Akku ist immer noch voll? Und wir sind wirklich fertig. Wir sind jetzt wirklich viel rumgegrust, ohne Mist. Wir haben die Drohne zerstört und trotzdem ist der Akku noch voll. Rocco, hä?
Wir sind soweit durch. Ihr könnt euch wirklich auf eine schöne Wintersaison freuen, auf eine schöne Herbstsaison mit tollen Vorstellungen von diesen Bikes. Und im Prinzip war es das auch von unserer Seite. Was der nächste Sommer wird auch kommen. Der nächste Sommer kommt, auf jeden Fall, Leute. Das müsst ihr euch im Hinterkopf behalten. Deswegen bringen wir jetzt im Herbst die Videos, also nicht wundern. Und ja, Leute, da seid ihr vorbereitet für nächstes Jahr. Wir verabschieden uns und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Wir machen jetzt noch mal eine Sache, Rocco. Eine Sache müssen wir noch machen, das ist Pflicht. Und zwar einen schönen Burnout. Let's go!